Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelation. Ja, beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, nachdem ich ja die Feste da den Anführer weggemacht hatte und so und die Sequenz beendet war. Und bin mal hier hinten hingegangen und hier sind ja so, ja, fünf Tore, würde ich das mal nennen, einfach mal, wo man auch noch mal einiges machen kann. Wo es einfach hell wird, weil ich erst nicht reingehe. Und dann kommen solche Desmond-Reise. Das machen wir aber ganz zum Schluss des Let's Plays, würde ich sagen. Weil ich weiß nicht, wiefern sich das zusammenhängt mit dem eigentlichen Story-Element von der 16. Jahrhundert da, um den Dreh, wo das ja spielt. Deswegen ab in die Sequenz und mal zugesehen, was auf uns zukommt. Konstantinopel, die Türken nennen es Istanbul, hat mich wie einen Einheimischen aufgenommen. Die Assassinen hier, angeführt von einem redseligen Kämpfer namens Yusuf Tazim, sind sehr stolz auf ihre Stadt. Sie ist so vielseitig und farbenfroh, wie man es sich nur vorstellen kann. Doch es gibt auch Probleme. Eine Gruppe byzantinischer Templer kämpft immer noch um Einfluss und ihre Angriffe haben meine Suche nach den Schlüsseln behindert. Aber sobald ich in der Lage dazu bin, werde ich nach Nikolopoulos früherem Handelsposten und weiteren Hinweisen suchen, die mich näher an die Masyaf-Schlüssel heranbringen. Tja, wir suchen ja die Masyaf-Schlüssel. Masyaf? Ach, keine Ahnung. Ich kann es nicht so gut aussprechen, also seid mir nicht böse. So. Ach ja, komm, wie waren wir? Wir haben gesiegt und unsere Feste zurückerobert. Doch wir haben auch einige Freunde verloren. So viel Tod für einen so geringen Ertrag. Ihr habt doch etwas Erfahrung bei der Rekrutierung neuer Assassinen, oder? Mehr als nur etwas. Die Menschen hier sind diese Templerangriffe leid. Könnt ihr nicht euren Charme einsetzen und neue Rekruten für uns finden? Sie. Aber diese Feste eignet sich nicht mehr für ihre Ausbildung. Nicht so bald. Ein guter Einwand. Sprecht mit meinem Mann in Galata, wenn ihr fertig seid. Er kann euch bei der Ausbildung helfen. Okay. Dann sprechen wir doch mal mit deinem Mann in Galata. Aber zuerst mache ich das, was ich noch nicht gemacht habe. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, das war ja wieder klar. Der geht erstmal klauen. Entschuldigung, Leute. Wir brauchen aber ein paar Sachen, bevor wir hier abhauen. Und deswegen muss das erstmal genommen werden. Oh. Okay. Aufschlaghülse. Diese Hülse im Metall von... Ja, okay. Konnte jetzt gar nicht so schnell euch vorlesen, aber das kommen wir noch zu. Und jetzt habe ich zweimal Leute angesammelt. Gottes Willen. Der Wahnsinn lauert überall. Halt! Was ist los mit euch? Naja. Klar, lauf erstmal den Baumstamm hoch. Sprech doch lieber erstmal mit dem hier. Seid ihr ein mitfühlender Mann, Effendim? Könnt ihr mir helfen? Dass ich Obst gestohlen habe, leugne ich nicht. Aber doch nur, weil mein Hunger größer war als mein Gewissen. Bringt mir den Schlüssel für diese Kette. Und es soll sich zehnfach lohnen. Okay. Das Wartet machen wir doch. Hier. Natürlich. So. Das ist eine elegante Art der Fortbewegung. Den Schlüssel mit der Wache finden. Die Wache mit dem Schlüssel finden müssen wir jetzt. Hoffe, erstmal die Wörter vertroffen. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, soll die hier sein.
Das ist ungewöhnlich. Und wir sollen den ja wahrscheinlich am Leben lassen, weil sie versuchen, mich irgendwie dahin zu winden. Okay, jetzt guckt er gerade nicht. Und ich dachte immer, mit dem Alter wird man ruhiger. Noch so ein slawischer Söldner? Und Diebstahl erfolgreich. So. Achso, was ich vergessen habe zu erwähnen. Ich hatte heute schon einige technische Schwierigkeiten, unter anderem mit dem Ubisoft Launcher. Das hatte ich aber schnell wieder geklärt. Da ist der Support prima gewesen von Ubisoft. Dann hatte ich auch noch Schwierigkeiten, dass halt die erste Aufnahme, die ich gemacht habe. Ja, ich habe heute schon eine erste Aufnahme gemacht und die musste ich halt bis hierher wieder zusammenspielen quasi. War auch leider kaputt gegangen. Aber hey, jetzt ist die Aufnahme heil, man sieht auch die FPS oben flackern. Darauf habe ich nämlich vorher nicht geachtet. Ich kehre zu dem Mann zurück, den ich bestahl, und erweise ihm dieselbe Güte. Denkt darüber nach, euch uns anzuschließen, Amico, sobald euer Gewissen beruhigt ist. Ein ehrlicher Mann braucht eine ehrliche Arbeit. Es wäre mir eine Ehre. Hab Dank. Nee. Und ich wollte auch, bei der ersten Aufnahme wollte ich eigentlich auch noch einiges erwähnt haben, das kann ich ja jetzt mal erwähnen. Nach Assassin's Creed Revelations folgt ja logischerweise der dritte Teil. Aber vielleicht schmeiße ich doch statt den dritten Teil ein anderes Spiel zwischen die Aufnahmen. Heißt, dann mache ich mal eine kurze Assassin's Creed Pause. Ich will nicht sagen, dass es mir anstrengend wird, aber man muss natürlich sehr aufmerksam sein. Wenn man hier bei Assassin's Creed alles mitnehmen möchte oder vorher auch auf alles achten möchte. Na gut. Meuchelmörder sind Templer, die sie verfolgen und töten, wenn sie... Zu schnell. Tut mir leid. Aber wir sprechen mal mit dem. Das Schiff nehmen. Und wieder rüberfahren. Ach ja. Nee, und aus dem ersten Aufnahme stammt auch mein Thumbnail. Deswegen, Leute, dass ihr euch da nicht wundert. Dann bin ich hier hochgeklettert und habe den Aussichtspunkt mitgenommen. Klar, das mache jetzt auch den Aussichtspunkt mitnehmen. Aber ich brauche kein Thumbnail mehr zu schieben. Einziger Vorteil daran. Aber es ist immer schade, wenn ein paar Aufnahmen defekt sind. Aber wie heißt es so schön? Nobody is perfect. Ach ja. Ist aber auch eine schöne Aussicht, muss ich lassen. Ach ja, stimmt. Das dürfen wir wieder nicht vergessen. Es gibt diese schönen Schnellreisedinger und diesmal sind sie aber alle funktionstüchtig. Schon zu Anfang. Schöne Sache natürlich. Ah ja. So, dann gehen wir mal zum nächsten Auftrag, würde ich mal nennen, einfach mal. Wir können die letztliche Verfolger loswerden, Aufmerksamkeit der Wachen, okay, okay. Also man kann Geld werfen und dann die Aufmerksamkeit von den Wachen loswerden dadurch. Aber ich finde, ich kriege das auch so gut, ganz gut geregelt. So. Eine kleine Nebeninfo, falls jemand ein bisschen geräuspert oder gehuste hört im Hintergrund. Ich habe gerade einen Kollegen zu Besuch. Der hat das auch mitgekriegt mit der ersten Aufnahme. Und daher war das ein bisschen problematisch mit der ersten Aufnahme. Sagen wir es mal so.
das Spiel freest. Wenn das jetzt wieder wie bei Brotherhood dann deinstalliere und installiere ich das Spiel nochmal neu, Leute. Weil das hat bei Brotherhood ja auch geholfen. So. Dann gucken wir mal, was das so von sich gibt hier. Achso, warte mal. Da oben sehe ich doch was. Schöne Sache. Und hier auch nochmal. Salpeter. Indisches Pulver. Okay. Und wir müssen wahrscheinlich hier hin. Ja, das war aber auch eigentlich klar. Einer ihrer Assassinen hat genug Erfahrung gesammelt, um Anführer einer ihrer Festen zu werden. Festen Anführer können zum Rang des Meisterassassinen aufsteigen, nachdem sie einzigartige Missionen ausgeführt haben. Der gewählte Assassine wird permanent der jeweiligen Feste zugewiesen. Wählen Sie also sorgfältig. Ja, und das mache ich auch. Und natürlich wähle ich den auch aus. Ich würde sagen, keine langen Reden. Machen wir doch gleich die Missionen im Anschluss. Na gut, ich habe natürlich dadurch, dass die erste Aufnahme fehlerhaft war, weiß ich natürlich jetzt ein bisschen, was mich erwartet und habe natürlich ein bisschen Lauf, sag ich mal so. Ich kann ein bisschen besser durch die Level kommen. Ah, Level nicht direkt, also. Naja, ihr wisst, was ich meine, Leute. Durch die Bereiche. Mentor, wir haben ein Problem. Sehr viele Assassinen sind in den letzten Monaten verschwunden und ich ahne auch warum. Verschwunden? Meint ihr, sie wurden getötet? Ich fürchte ja. Ich habe keine Zeit, es zu erklären. Versteckt euch im Park westlich von hier und wartet auf meine Ankunft. Dann werdet ihr selbst sehen. So. Und jetzt fragt euch bestimmt, warum hat er das Hut nicht während der Sprache ausgemacht? Hatte ich in der ersten Aufnahme, hatte das Problem, dass dann einfach das Gespräch so kurz war, dass ich einfach das Hut danach direkt wieder anmachen konnte. So. Aber ständiges An- und Ausmachen auch nicht, vorausgesetzt, dass nicht zufälligerweise, ja, von Notwenden es ist, sag ich mal so. Aha, alles klar. Nutzt die Hakenklinge weise, ja. Wenn es denn auch funktioniert. Okay, hat nicht gesagt. So. So. Ja, die Kommissar, die hat auch schon ausgemacht, daher ich dachte, kommt jetzt vielleicht wieder ein Gespräch oder so. Mindestens ein Assassinsignal gemacht. So. Machen wir mal ganz kurz das. Hier droht eine Gefahr, die ich nicht verstehe. Ihr haltet Wache. Ich sehe mich mal um. Alles klar. Ihr hält Wache. Der andere soll sich umsehen. Okay. Das gefällt mir ganz und gar nicht.
So. Und da ist der, den wir suchen. Folgt diesem Mann. Nur ein schuldiger Mann rennt so schnell davon. Und nur ein Narr hält an, um zu kämpfen. Ja, das stimmt. Nur ein Narr hält an, um zu kämpfen. Nichts mit mir. Seid ihr verletzt? Mein Stolz ist verletzt und mein Herz ist schwer. Dieser Mann, sein Name ist Wally, er war einst ein Assassine. Er hat offenbar Talent und eine Rechnung zu begleichen. Evett, bis der Mann gefasst oder getötet wird, kann sich keiner von uns in dieser Stadt sicher fühlen. Und bis ihr richtig geübt seid, werde ich euch nicht in den Kampf gegen einen so tödlichen Gegner entsenden. Konzentrieren wir uns weiter auf die Verbesserung eurer Fähigkeiten. Gute Idee. So. Die Kiste habe ich eben schon gesehen. Deswegen nehme ich das auch mit. Zum Beispiel in der ersten Aufnahme hatte ich natürlich die 50%. Jetzt habe ich die 100, weil ich das Signal genutzt habe. Und das war auch das, was ich meinte, wenn man das ein bisschen mit hat. Na gut. Bei der Mediterrane Verteidigung können sie Assassinen auf Missionen in Städten der Mittelmeerregion entsenden. Sie können den Templern schaden, indem sie diese Städte von ihnen Einfluss befreien. Wenn eine Stadt der Templer zurückerobert wurde, richten die Assassinen dort eine ständige Vertretung, also eine ständige Vertretung ein. Dadurch werden Optionen freigeschaltet, die bei der Entwicklung der Stadt helfen und sie florieren lassen. Die Agenten der Templer werden allerdings versuchen, ihre verlorenen Städte zurückzuerobern und könnten sogar einen Massivangriff starten, wenn sie nicht darauf achten, ihren Einfluss auf die Stadt aufrechtzuerhalten. So, das war's auch schon. Sehr kurzer Text, aber natürlich sehr interessant auch. So. Den kann ich nicht nehmen, ich darf nur den nehmen. So, dann machen wir das. Und ich bewege mich dann mal zum nächsten Missionsziel. Aber auch wenn ich jetzt quasi die zweite Aufnahme heute mache, weil die erste ja da abhanden gekommen ist, bin ich nicht um längst schneller. Sondern muss trotzdem sagen, dass es bis hierher ganz gut war. Aber wir haben noch 5 Minuten. Wisst ihr was? Mission reicht das nicht mehr, da müssen wir Minimum 10 Minuten über haben. Also würde ich mal sagen, gucke ich mal so nicht um. Hoppla. Ein Schwert ist ein bisschen auffälliger, würde ich sagen. Ach komm. So. Gucken wir mal, ob wir hier noch was finden können, auch an Datensträngen. Ja, jetzt sagt ihr euch bestimmt, guckt doch später nach, aber was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Ja, ich würde sagen, er ist gestolpert, Leute. Oh,
Sprengfalle. Die Hülse von einem Gespinst? Okay. Wollen wir mal gucken, wo ich die ganzen... Moment. Okay. So, bewegen wir uns doch noch zumindest ein bisschen mehr in die Richtung. Auf der Hoffnung hinaus, dass wir noch rechtzeitig irgendwie in der Nähe ankommen. Weil ich finde hier ehrlich gesagt auch gerade nichts mehr. Dann würde ich mal sagen, machen wir die Überfahrt noch. Oh, und dann hat sie es eigentlich auch schon wieder. Oh, das mit dem Mond ist ja nice. Ah, schade. Da wird sich bestimmt noch die Gelegenheiten häufiger ergeben. Na gut. Hauptsache erstmal baden gehen. So. Na, kommen wir noch zumindest in die Nähe. Und ich dachte immer, mit dem Alter wird man ruhiger. Allein schon mal, ich dachte, mit dem Alter wird man ruhiger. Nee, nee. Kein Gefühl für Sitte und Anstand. Mal sehen, wie weit wir kommen. Na gut, was sagt die Zeit? Na gut, Leute. Für die nächste Mission reicht die Zeit nicht mehr. Heißt, ich werde definitiv hier ein Ende setzen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage, genießt die Wintertage, macht es euch warm und kuschelig. Und ansonsten bin ich raus. Ich bin dann erstmal raus, euer Salz. Haut rein.